Was macht eigentlich ein Krankenpfleger? Guten Morgen, Herr Schmidt. Na, wie geht's uns denn? Eigentlich muss ich heute meinen Kopf ganz weh. Oh, ja dann. Da muss ich mal das Messband rausnehmen. So, dann messe ich hier mal so ein bisschen deinen Arm. Was macht denn der da eigentlich? Dann hilft nur eins, ne? Dann sollten wir hier mal ein paar Schrauben festmachen, ne? Muss das denn heute sein? Na gut, ja. Dann nehmen wir halt den Hammer. Okay. So, hier. Stopp, das ist aber unangenehm jetzt. Und? Ach, Herr Schmidt, das haben wir doch schon tausendmal gemacht. Jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen. Nee. Aber ich habe ja noch sehr viele andere Instrumente. Nehmen wir mal den Zahn. So, Herr Schmidt. Hier, ich habe jetzt diese Zange gefunden. Mal gucken, ob ich Ihnen damit was helfen kann. Aber mein Kopf tut doch weh. Ach, sagen Sie das doch gleich. Als alles und sonst. Also, ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt komplett dumm sind. Den Beruf des Krankenpflegers habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Ein Krankenpfleger ist schon überhaupt nicht wie unser Baumeister Bob hier gerade eben. Und um Patienten kümmert man sich eigentlich nicht mit Werkzeugen, sondern mit Medikamenten, Spritzen oder einer bestimmten Nahrung. Außerdem arbeiten Krankenpfleger auch in Krankenhäusern, Facharztpraxen und Gesundheitszentren, aber auch in Altenwohn- und Altenpflegeheimen, in Einrichtungen für Kurzzeitpflege, bei Pflegediensten und in Wohnheimen für gesundheitlich eingeschränkte Menschen. Außerdem ist für die Ausbildung ein mittlerer Bildungsabschluss vorausgesetzt. Berufsfachschulen wählen Bewerber oder Bewerberinnen nach eigenen Kriterien aus. Außerdem werden Einfühlungsvermögen, Kontaktfähigkeit, Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, eine psychische Stabilität, Verschwiegenheit und eine gute körperliche Konstitution angefordert. So kann ich mir das schon eher vorstellen. Na, wenn ihr Idioten mich nicht haben wollt, na dann eben nicht!